Start Creation Process. Herzlich willkommen auf meinem Multikulti-Channel, ich bin's, euer Laser. Und ich wollte jetzt eigentlich mit den Carbon-Teilen anfangen, aber da fehlt mir noch so ein bisschen was und ich will mir da ein bisschen Zeit lassen und das auch ganz ordentlich machen. Eine Maske habe ich mir schon besorgt. Das ist eine Feinstaubmaske mit der Zeichnung FFP3. Schutzklasse, glaube ich, ist das. Ich weiß nicht. Wenn man unter Google FFP3 guckt, dann gibt es da P1, P2 und P3. Und das sind halt diese Schutzklassen, nach denen man sich richten soll. Ja, und ich habe die jetzt genommen und das ist die beste. Auch von der Verarbeitung her hat die hier innen drin so ein Gummi. Und ja, sieht ganz hochwertig aus, hat mich 10 Euro gekostet. Muss also was taugen. Hoffe ich mal. Soll laut Schutzmaske, also hier ist auch so eine Nummer drauf, so eine EN-Nummer. Diese EN-Nummern sollen ja hier Prüfzeichen sein und dann steht hier NR für nicht wiederverwendbar und bla, habt ihr nicht gesehen. Auf jeden Fall ist diese Maske geprüft und ich denke, mit der kann ich gut arbeiten. Ja, jetzt nochmal kurz was zu dem Frontbumper. Ich habe da was gelesen, dass jemand geschrieben hat, der passt nicht auf den Virus 2. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie verlesen habe oder so. Das ist der Virus, ihr seht, der ist schon auseinandergenommen. Eigentlich war ja das hier vorne auch. Aber ich wollte unbedingt diesem Gerücht nochmal nachgehen, dass dieser Frontbumper vorne nicht raufpasst, weil die Reifen anecken. Also ich habe den jetzt montiert und bei mir kommen die Reifen nicht dran. Also das ist so ein ganz kleiner Minispalt. Kann ich ja mal zeigen. So, also wenn er eingeschlagen ist, ne? Und hier auf der anderen Seite ist es genauso. Kommt nicht gegen. Also bei mir kommt er nicht dagegen. Ne? Es sieht nur so aus, dass er dagegen kommt, aber bei mir kommt er nicht dagegen. Und ja, ansonsten, also ich kann das nochmal, da ist ein bisschen locker hier alles, nochmal auf beiden Seiten zeigen. Bei mir ist da ein Spalt auf beiden Seiten. Ne? Und ja, ich hatte das eigentlich schon auseinandergenommen hier mit dem Aluteil. Also ich habe hier alle Aluteile schon außen abgemacht, habe die schon alle auf Carbon aufgemessen und so, ja. Ja, das wollte ich nur mal kurz zeigen, dass das nicht geht. Sollte das bei euch, weil ihr die Köpfe hier, die Kugelköpfe zu weit drinne habt oder so, ne? Dann könnte das sein, dass er dagegen kommt. Dann kann man ja hier an diesem Träger hier so ein Stück mit einem Drehmehl oder mit einer Flex einfach so ein Stück wegnehmen. Also das ist ja nicht so wild. Ey. Ne? Dann schneidet man hier ein Stück weg, ey, und fertig ist. Ne? Ja gut, das ist aber nicht das Video heute. Das Video heute ist was ganz anderes. Ich hol's mal kurz. Das ist heute das Video. Ihr könnt nichts sehen. Das finde ich richtig geil. Ich muss euch gleich mal umstellen. Das ist der Huckzilla, der ist riesig. Ne? Heute geht es um den Huckzilla. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, viele Leute haben mich angeschrieben, dass sie Probleme haben mit ihrem Force-Motor. Und wir gehen heute nochmal auf den Force-Motor ein. Ich habe den Wagen jetzt fertig gemacht. Das passt mir eigentlich ganz gut so, dass wir ein bisschen was mit dem Motor machen, weil ich will den sowieso noch testen, ob er funktioniert, weil der stand ziemlich lange jetzt rum. So Leute, nochmal kurz einen Schnitt hier rein. Gleich geht das Video weiter. Ich muss leider kurz hier eine Belehrung machen, weil es immer wieder mehr Leute gibt, die über mich meckern oder die alles besser wissen. Was ich immer witzig finde, sie schreiben unter meine Kommentare, ich weiß nicht, wie man mit einem Motor umgeht. Dann gehe ich auf den ihr Channel und sehe kein Video. Ne? So, an die Leute geht jetzt diese Information. Für alle anderen ignoriert es. Ne? Aber alle Leute, die Besserwisser sind, bitte haltet die Backen, macht ein eigenes Video, wie ihr es besser erklärt als ich. Ne? Und versucht den Leuten damit zu helfen, anstatt mich dumm anzumachen. Ne? So, daher kommt jetzt noch ein kleiner Vortrag. Alle Sachen, die ich jetzt hier in diesem Video zeige, mache selbstverständlich nur ich so. Ne? Ob ihr sie nachmachen müsst, ist euer Ding. Ich gebe keine Garantie dafür, falls bei euch was schief geht oder kaputt geht, wenn ihr das genauso nachmacht wie bei mir. Ich versuche euch hiermit nur ein paar Tipps zu geben. Und bitte beherzigt diese Tipps. Ne? Ich will nur helfen und nichts Böses. Ich übernehme keine Haftung für irgendwelche weiteren Schäden, etc., 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 bla bla bla. Ne? So, für die ganzen Hater da draußen, das ist meine Art, wie ich meine Motoren einstelle oder wie ich sie zum Laufen kriege. Und so mache ich das. Jeder hat eine andere Art, es gibt 1000 verschiedene Arten, jeder hat da seinen eigenen Stil. Ich mache es so. So, das war die kurze Belehrung am Anfang. Muss leider sein, weil ich keinen Bock habe auf diese 1000 Meckereien und bla, habt ihr nicht gesehen. So, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Das geht jetzt für die Leute hier weiter, die wirklich Probleme haben und denen ich wirklich helfen möchte. Viel Spaß mit meinem Video.
So, wie gesagt, heute geht es um die Forstmotoren. Wir haben ja hier den R32. Ich muss sagen, das ist einer der größten, die ich ja hier habe. Und auch einer der schwersten. Also ich kriege den sehr schwer immer an. Das ist immer das Problem bei dem großen Motor. Den kriege ich immer sehr schwer an. So, wir haben ja hier die verschiedenen Einstellungsschrauben. Wir haben ja hier die Hauptdüsennadel, die das Gemisch regelt. Ob fett oder magerer. Wenn wir reindrehen, wird es magerer. Wenn wir es rausdrehen, wird es fetter. Dann haben wir hier unten die Luftschraube. Die Luftschraube oder die Leerlaufluftschraube regelt, wie viel Luft im Leerlauf hier reinkommt. Ist diese Schraube weiter reingedreht, öffnet sich dieser kleine Spalt, den wir hier drin haben. Den wir hier drin sehen. Und wenn der Spalt umso größer ist im Stand, sagen wir mal so, ist klar, dass der Motor sehr viel Luft kriegt und damit auch sehr hoch läuft. Ne? Sollte man einstellen, wenn der Motor zu weit hochtürig im Leerlauf hochläuft, sollte man diesen Schlitz hier auf 1 mm ungefähr, 1,5, 1 mm, den Schlitz hier einstellen. Die Leerlauf-Gemischschraube hier an der Seite wird eigentlich nur eingestellt bei Force-Motoren, wenn es zum Einlaufen kommt. Ne? Also wenn man den Motor einlaufen tut. Eigentlich drehe ich die Schraube dann immer 1 bis 2 oder 1 bis 1,5 Umdrehungen, drehe ich die Schraube dann hier an der Seite nur raus, damit er sehr fett läuft. Ne? Weil hier ist genau das gleiche Prinzip. Rausdrehen fetter, reindrehen magerer. Ne? Das reguliert auch die Drehzahl im Leerlauf. Ne? Also ob er wieder reinkommt in den Leerlauf. Ne? Ihr kennt das, ihr fetzt mit eurem Wagen, der läuft ziemlich hochtürig und hat einen richtig knassen, knatternden Sound. Ne? Richtig so wie ein Ferrari. Und dann haltet ihr an, der Leerlauf, und dann hört ihr, wie der Hochton erst ganz langsam einregelt. Das könnt ihr mit der Schraube hier ändern. Ne? So, hiermit könnt ihr das einstellen. Ob er im unteren Bereich Low Speed, also schneller dreht oder nicht. Wir stellen den jetzt mal komplett um. Und zwar drehe ich jetzt mal hier an den Schrauben rum. So, ich habe die reingedreht. Jetzt kommt hier die Schraube an der Seite. So, und die Luftschraube am besten noch. Wir haben jetzt an allen drei Schrauben rumgespielt. Jetzt versuchen wir den Wagen zu starten. Wir nehmen unseren Glühkerzenstecker und stecken den oben rein und ziehen. Wir merken jetzt beim Ziehen auch, hier am Ziehen am Seil, dass irgendwann so, oh, da muss man so kraftvoll ziehen. Dann hört auf, weil damit zerstört ihr euch den Seilzugstarter. Nehmt ihr euren Kerzenschlüssel und dreht einfach die Kerze ein Tick lockerer. Ganz leicht nur drehen. Dann lässt sich das gleich viel leichter ziehen. So, ne? Und dieses dolle Haken ist weg. Sobald der Wagen an ist und auch läuft, konstant läuft, dreht ihr natürlich die Kerze sofort wieder zu. Ne? So. Wir probieren hier die ganze Zeit den Wagen anzumachen. Wir hören immer wieder, da ist was, aber es will nicht. So, jetzt stellen wir den erstmal, ne, ist der Wagen jetzt völlig verstellt. Jetzt holen wir erstmal die Grundeinstellung. Die Grundeinstellung bei Force-Motoren ist, die Hauptdüsennadel 3 bis 4 Umdrehungen rausdrehen. So, das machen wir jetzt mal. 1, 2, 3, 4. Das sind 4 Umdrehungen draußen. Die Leerlauf-Gemischschraube hier an der Seite, die drehen wir bündig zum Gehäuse. Das heißt bündig mit dem Gehäuse, was wir hier haben. Dieses, damit das hier eine glatte Fläche ergibt. Ne? Mit dem Zieher, also mit dem Schiebziehervergaser hier und der Schraube, dass das einfach bündig ist. Ne? Dass das eine glatte Fläche miteinander ist. So. Und die Luftschraube, die muss hier 1 mm Luft haben. So. Wenn das alles geregelt ist, Schraube 4 Umdrehungen raus, hier bündig und hier 1 mm Spalt, müssten wir den Wagen ohne Probleme eigentlich ankriegen. Wir probieren es. Okay,
okay, wir merken, da funktioniert immer noch nicht was, ne? Also zieht man gar nicht erst weiter, ne? Und ich gebe auch noch einen Tipp, immer zu Hause erst das Auto versuchen anzumachen, in der Wärme noch, ne? Weil draußen in der Kälte könnt ihr das vergessen, ne? Oder geht's nur sehr schwer. So, ich puste jetzt mal hier Treibstoff. Das ist noch ein Tipp für alle. Wenn ihr den Treibstoff reinpustet, entweder durch den Auspuff zu halten und dann ziehen, oder ihr pustet, könnt ihr auch hier den komplett öffnen, den Vergaser, und mal reinpusten. Wenn ihr seht, da kommt so ein Benzinstrahl, ne, bei voller Pustung. So ein richtiger Strahl, der da rausgeschossen kommt. Dann wisst ihr, Vergaser ist auch sauber. Wenn ihr merkt, ihr pustet, aber da kommt nur so tröpfchenweise vorne aus dieser kleinen Tülle da was raus, dann merkt ihr oder wisst ihr, hier ist was verstopft. Entweder hier oder im Tank. Ne? So, hier ist alles in Ordnung. Benzin hat er, nicht zu viel, weil das Ding kann auch absaufen. Ne? So, wir schließen wieder den Vergaser. Wichtig ist immer hier, dass das hier alles schön eingestellt ist. So, wir merken, ich habe auch Schwierigkeiten. Und es ist definitiv, entweder kriegt er gerade zu wenig Luft, ne? Weil ich habe echt Schwierigkeiten, das ist bei dem großen Motor, aber ich habe echt Schwierigkeiten. Öffne ich jetzt den Spalt hier vorne per Hand mit dem Vergaser, ein ganz kleines bisschen selber, vielleicht kriegt er ja zu wenig Sauerstoff. So. Dass der Spalt hier minimal größer wird. Minimal. Jetzt versuch's nochmal. Ja, wir hören, er kommt langsam. Da, jetzt haben wir ihn langsam. Ne? Wir merken also, gleich kommt er. Ne? Wir hören schon, er wollte schon zweimal angehen. Jetzt geben wir noch ein ganz kleines bisschen mehr Luft. Vielleicht kriegt er nämlich hier einfach zu wenig Luft. Das könnt ihr natürlich dann auch draußen mit eurer Funke dann einstellen. Feintrimmung, ne? Dass er hier ein bisschen mehr Luft kriegt für den Start. Wie gesagt, das ist jetzt hier die Grundeinstellung. Und jetzt probieren wir es nochmal. So, wir haben gemerkt, bam, er ist an. Ne? Das heißt, der Wagen läuft so. Ist ganz schön laut, deswegen kann ich das leider nicht zu lange machen für euch. Aber ihr habt gesehen, die Öffnung habe ich nur minimal hier drinne vergrößert für den Start, ne? Ihr dürft euch auch nicht immer so, oder für den Neueinsteiger ist das immer schwierig, nicht denken, dass wenn ihr eine Einstellung gemacht habt, dass das für immer und ewig so ist. Das ist immer wieder, immer wenn ihr mit dem Auto wieder rausgeht, müsst ihr immer wieder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger den Sprit regeln, immer ein bisschen mehr Luft geben, ne, als vorgeschrieben, dass ihr ihn ankriegt. Und wenn er an ist und ein bisschen läuft, so, und ihr merkt, okay, jetzt läuft der, ne, wie hier zum Beispiel, hier lief er jetzt gerade richtig gut. Ich mach's nochmal. Das Problem ist, Leute, ich bin hier in der Bude und das ist hier extrem laut, aber ich mach das trotzdem nochmal. Ich versuche mein Tuch dabei zu nehmen, damit wir das so ein bisschen dämmen können, um hier den Auspuff ein bisschen abzudecken, dass der nicht so laut ist. So, funktioniert auf jeden Fall. Ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr merkt, wenn ihr den Vergaser wieder schließt und ihr merkt, der Wagen geht aus, müsst ihr auf jeden Fall den Luftspalt dann beim Start auf jeden Fall einen Tick vergrößern. Aber ihr habt gesehen, ich habe den Wagen ohne Probleme angekriegt. Ne? Er wird auch weiterhin laufen, wenn ich hier, ne, nicht wegen der Wohnung hier halt eben das zumachen muss. Aber er ist sofort angesprungen. Und sobald der Wagen läuft und wir merken, er ist an, ne? Wir stellen uns jetzt vor, der Wagen läuft. Er läuft jetzt, wie eben gerade in dem Video vorgetestet. Er läuft. Und wir merken, er kriegt zu viel Gas, ne? Und will von alleine losfahren. Dann gucken wir, ob wir den Vergaser hier, ne? Also das Servohorn, mit der Hand zumachen können, ob er uns ausstirbt. Stirbt er uns aus, müssen wir wieder so weit öffnen, dass er wieder anbleibt, ne? Aber das müsst ihr dann selber kontrollieren, wie weit ihr hier gehen müsst, dass er nicht ausgeht. Läuft er dann aber immer noch zu hochtürig,
könnt ihr, wenn er warm geworden ist, ne, ihr lässt ihn dann muss er halt ein bisschen rollen, dann geht das nicht anders, bis er warm ist. Ihr müsst den Motor immer warm werden lassen. Wenn er warm ist, dann dreht ihr hier an der Schraube, an der Seite hier, die Gemischschraube, dreht ihr die ein ganz kleines Tickchen, wirklich hier so minimal, nur so wie ich jetzt gerade, hier so ein Viertel, ne, dreht ihr die raus. Dann müsste der Wagen theoretisch schon ein bisschen runterkommen, also von der Hochtürigkeit ein bisschen runterkommen. So, passiert das immer noch nicht, ne? Noch ein kleines bisschen mehr, ne? Die Leerlauf-Gemischschraube würde ich sogar noch eine halbe Umdrehung oder eine Viertelumdrehung weiter rausdrehen, dass er ein bisschen fetter ist. Ja, und dann müsste eigentlich laufen, ne? So, wir haben jetzt hier ein bisschen rumgespielt. Ich probiere ihn nochmal anzumachen, gucken, ob das einfach funktioniert. Und er läuft, ne? Ohne Probleme. Also ich kriege ihn sofort an und eigentlich ist das hier mein Sorgenkind. Aber wenn man diese Einstellung immer wieder in sich neu hochruft, dann müsste jeder Wagen eigentlich laufen. So, dann hatte ich dann noch was gelesen und zwar, oh, ich stinkt das hier drin. Bitte macht das zu Hause auch nicht nach, Kinder, besonders nicht hier Schüler und Kinder herzu. Macht das bloß nicht wie ich hier zu Hause an. Das Zeug, was aus dem Auspuff kommt, ist hochgiftig. Ich habe hier Balkontür und alles offen und habe hier einen Durchzug. Deswegen mache ich das auch und ich brauche diese Ruhe für euch zum Erklären, weil das ist echt kompliziert, ne? So, wie gesagt, ihr könnt die Schraube hier noch eine Viertelumdrehung rausdrehen, sollte er im Leerlaufzustand zu hoch laufen, also zu schnell, könnt ihr hier die Leerlauf-Gemischschraube, die ja für den Leerlaufzustand ist, einen Tick weiter rausdrehen, minimal immer, in kleinen Schritten. Merkt ihr, er geht runter im Leerlauf, dann ist es in Ordnung. Wenn ihr merkt, der Motor ist richtig warm und ihr schließt den Vergaser, so dass er noch diesen Millimeterspalt hat und er geht euch aus, dann müsst ihr den leider bei euch so einstellen, dass der Spalt so weit geöffnet ist, dass er anbleibt. Ne? Dann müsst ihr hier die Luftschraube einstellen, ne? Damit er anbleibt. So, wenn ihr das eingestellt habt, ne, und er nicht mal ausgeht, wenn ihr hier das Bremsservo auf Bremse stellt, ne, und ihr Gas geben könnt und bremst und er bleibt an, dann ist die Luftschraube schon mal eingestellt. Dann braucht ihr hier die Luftschraube oder das Ding hier gar nicht mehr beachten. Dann könnt ihr nämlich hier schon einfach den Filter wieder draufsetzen. Den macht man eigentlich nur dafür ab, oder ich mache den immer nur ab, damit ich da den Spalt gucken kann. So, dann kommt der Filter wieder drauf und dann stelle ich ein, Leerlauf, der Wagen hält an. Sollte im Leerlauf ruhig laufen, nicht hochtürig, nicht so hochtürig. Bei dem R32, bei einem großen Motor wie bei dem, ist das eigentlich ziemlich in Ordnung, wenn er ein bisschen also ein bisschen höher läuft. Bei so 21er oder so sollte der Wagen auf jeden Fall stehen bleiben und nicht rollen. Ne? Das heißt, ihr stellt das hier so ein, entweder rein oder rausdrehen. Ne? Wie gesagt, Standardeinstellung ist bündig. Denn rein oder raus, in dem, wie hochtürig er sein soll. Die Gemischschraube, ne, sind 3 bis 4 Umdrehungen raus von der geschlossenen Position. Ich würde sagen 4, ein Viertel Umdrehung raus, also 4 und dann noch eine Viertelumdrehung mehr. Dann habt ihr ihn über. Ihr könnt auch noch eine halbe Umdrehung mehr machen, ne? Dann läuft er ein bisschen fetterer. Wenn ihr noch eine ganze Umdrehung, also 5 Umdrehungen macht, dann läuft er sogar ziemlich fett. Macht ihr 6 Umdrehungen, sogar dann läuft er sogar so wie eine Einfahrt, ne? Also ich drehe die Schraube dann immer so 6 bis 6,5 Umdrehungen raus und dann lasse ich ihn so fett einlaufen. Dann läuft er aber sehr, sehr fett, ne? So, wenn ihr bei 4 Umdrehungen die Schraube nur rausholt, ist das die Standardeinstellung vom Force, so vorgegeben. Wenn ihr die Schraube dann reindreht, wird der Wagen magerer. Das heißt, er kriegt immer mehr Speed, weniger Luft, mehr Speed, ne, mehr Nitro. Ne, und dann geht er ab wie eine Rakete. Aber dadurch könnt ihr auch den Wagen auch schrotten, indem der Motorkopf einfach zu heiß wird. Ne. So, jetzt hatte ich noch eine Frage oder was gelesen wegen Speed. Ihr könnt eure Motoren, egal welche Größe, mit 16% oder 25% fahren. Die Prozentsatz ist für die Power da und bei 16% ist sogar weniger Nitroanteil, mehr Öl. Wenn euch da irgendeiner sagt, hier, du darfst den Motor nur mit 25% fahren, ist das Bullshit, ne? Dann will er euch nur den teuren Sprit verkaufen, weil 16% billiger ist, ne? So, das war mal kurz dazu. Na, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte jetzt hier einigen Leuten helfen, dass sie ihr Auto wieder ankriegen. Wir haben hier alles komplett verstellt. Ich habe ihnen die Grundeinstellung gemacht, habe ein paar Mal gezogen. Ihr habt gesehen, der Wagen ist sofort angesprungen. Ne? Wie gesagt, das ist mein Sorgenkind. Mit dem werden wir jetzt aber auch fahren. Das heißt, hierüber wird es ein Fahrvideo geben am Wochenende eventuell. Und ich freue mich schon drauf, den mal wieder auf der Straße zu sehen, weil ich liebe meinen Huxilla. Mein Huxilla ist wirklich mein Schatz. Ne? Und ja, ich hoffe, ich konnte vielen Leuten jetzt da draußen helfen. Die Carbon-Teile, das wird noch ein bisschen dauern.
Allgemein so ein bisschen die Videoproduktion wird ein bisschen dauern. Hab da ein bisschen Verständnis, weil momentan mache ich ziemlich viel und ja, wenig Zeit. Was noch wichtig ist, wir hatten ja die Kerze locker geschraubt, wo er an war. Wenn er an ist, ne, sobald er läuft und nicht mehr ausgeht, müsst ihr die Kerze unbedingt handfest anziehen. Also sprich, sie war ja locker, ihr habt gesehen, die war jetzt eben so und ich konnte sie so weit drehen. Also das war echt nur so ein kleiner Radius. Ne? So, und dann müsst ihr auf jeden Fall die Kerze wieder anziehen. Also, sobald der Wagen läuft, die locker geschraubte Kerze festziehen. Ne? Und dann habt ihr es eigentlich geschafft. Jo. Das war's. Ich hoffe, ich kann damit wirklich vielen Leuten helfen. Und das ist meine Art, wie ich den Motor einstelle. Ups, jetzt hat sich hier der Schlauch gelöst. So mache ich das immer mit meinen Autos. Wenn ich sie nicht ankriege oder Probleme habe, dann gehe ich immer auf die Grundeinstellung zurück. Das sollte jeder können eigentlich. Und ja, ich hoffe, dass ich damit ein paar Leuten helfen konnte. Jo, ich bin's, euer Laser. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!